Jo, und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Ausgabe von FIFA Mobile. Ich spiele das schon seit geraumer Zeit auf Handy und ich kann euch hierzu, also ich hatte schon mal ein kleines Video dazu gemacht, als es rauskam. Jetzt mittlerweile, wenn wir hier mal gucken, bin ich bereits Level 42, was aktuell gar nicht mal so niedrig ist. Und mein Team hat, je nachdem, welche Taktiken man hier ansetzt, in der Regel nehme ich immer die hier eine Stärke von 81. Ja, wir haben Jovetic, wir haben Modeste, wir haben im Mittelfeld Ivanschitz, Schweinsteiger, Marquisi und Quaresma. Teilweise auch Klaassen, je nachdem, was man für eine Taktik wählt. Und wir haben in der Abwehr Feldmann, Granqvist, Inigo Martinez, De Marcos und Della Bella. Und im Tor mit einer 76er Stärke frei. Ja. Insgesamt nach wie vor gibt es Live-Events. Diese Live-Events kann man absolvieren, um bestimmte Pläne zu bekommen in der Regel oder einfach nur Geld oder sonst was. Wir haben aktuell 130.000 Coins, werden daran jetzt auch so viel nicht ändern. Wir können mal so ein Coin ab, also das heißt, man macht hier kleine Matches, sage ich mal, im Prinzip immer Aufgaben, die man mit bestimmten Leuten erledigen muss, um wie hier Coin ab eine Siegprämie zu bekommen, beziehungsweise ein Coin Upset, da kann dann bis zu 100.000 oder 200.000 Taler drin sein. Habe ich leider noch nicht erreicht, aber gucken wir mal. Ah, da kommt er schon durch. Wir haben ihn nicht abgewehrt. Er hatte Tor geschossen und damit ist halt schon kein Erfolg mehr. Ja. Ganz schlecht gewesen gerade. Das machen wir mal einfach nochmal. An dem ist sogar Foulen erlaubt. Hauptsache man kommt an den Ball, um 6-mal abzuwehren. Hier duldet das. Der Modus nicht mal einen Fehler. Abgewehrt. Nach 3-mal. Und also immer irgendwelche Angriffssituationen, sage ich mal, die jetzt hier kommen. Das variiert aber manchmal ist das Freistoßschießen, manchmal Elfmeterschießen. Das ist immer unterschiedlich. So, abgewehrt. Wir haben 6 und 6er so richtig abgewehrt. Das gibt 160 Münzen so. Und ein Coin-Upset, wenn wir das öffnen, erwartet uns San Jose Sieg. Naja, das sind wie gesagt manchmal bestimmte Sachen, so wie auch die Vorherrschaft. Das ist aber erstmal egal. So, ich zeige euch noch den Angriffsmodus. In dem Angriffsmodus gibt es Herausforderungen zu absolvieren. Das heißt, man hat Züge, jeder hat angefangen, beispielsweise hier. Also man kann jemanden herausfordern. Jeder hat zwei Seiten, eine die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit. Und das ist aber nicht die gegeneinander, sondern erst spielt der eine, dann spielt der andere. So. Wir spielen jetzt hier beispielsweise, wir nehmen einfach mal die Taktik, die ich sonst eigentlich am liebsten nehme, hier die 3-4-1-2. Die ist auch die stärkste Taktik, die ich habe. Und wir gucken uns an, da sehen wir erstmal den Gegner. Der ist fast das gleiche Team wie ich. Aber ein sehr gutes Team, muss man sagen. Sehr gut Torwart, muss man dazu sagen. Und das ist mein Team. Zwei nach sehr Gesamtwertung, aber wir haben einen schlechten Torwart. Das heißt, wir brauchen mal unbedingt irgendwann einen Torwart. Kommen wir gleich mal am Ball. Und wir gucken mal, ob wir hier das erste Tor erzielen können. Die Bunchets, 6-6. So, das heißt also hier so weit wie möglich vorlegen, damit der Gegner nicht so viele Tore schießt. Der Gegner hat dann die gleiche Möglichkeit, hier Tore zu schießen. Und wenn er zum Beispiel jetzt nochmal 10 Buden reinballert, sieht es natürlich nicht schlecht aus. Ja. So, das heißt also immer nur Angriffswellen. Manchmal muss man auch eine Welle verteidigen oder zwei. Hier in dem Fall aktuell noch nur Angriff. Ah, das war jetzt ein doofer Pass. Wie gesagt, die Charaktere machen auch nicht immer das, was sie machen sollen. Wir machen jetzt einen Jovetic. Jovetic, 6. Ansonsten Emils natürlich.
Nicht mehr den Vorgänger FIFA. Es ist aber auch ein reines, ja, man hat Energie, also so ein reines Handy-Game, sage ich mal, wo man nicht einfach so spielen kann, speichern kann und weiter geht's. Zack, Voltage, Antilox. Sondern es ist auch ein recht kleines Game, es gibt hier nicht mehr diese 1 GB, die man sonst hatte, dafür aber auch kein Kommentar mehr. Jovetic hat jetzt hier seinen Hattrick eingereicht, dadurch tanzt er hier so ein bisschen umher. Quaresma mit der Nummer 7 freut sich natürlich. Quaresma sieht allerdings nicht so aus, wie Quaresma eigentlich aussehen sollte, zumindest wie man da hat Ivanchez nochmal getroffen. Wie gesagt, Real Madrid hier natürlich als Vorlage, allerdings habe ich aktuell keinen Spieler, außer welche, die niedriger angesehen sind. Vitic 6 zu 11. Und da muss dann eben der Gegner, wir könnten noch schaffen, noch ein weiteres Tor. Vielleicht trifft Quaresma, dann sehen wir ihn nur nochmal. Ja, Quaresma trifft. Sensationell, ja. Also ich denke nicht, dass Quaresma so aussieht. Das Bild, was man hier in der Dingsübersicht sieht, ist da wesentlich anders. Hier nochmal die Wiederholung von dem eigentlich echt gut reingedrehten Ball. Torwart kommt nicht ran, trotz 91er Stärke. Das ist nicht immer so, also man kann wirklich auch Pech haben. Da nochmal aus der Perspektive schön angeschnitten. Zack. 6 zu 12. Das heißt, Max Schmpoff muss jetzt hier 6 Tore mindestens schießen, um in die Verlängerung zu kommen. Schießt er 7 Tore, hat er natürlich die Partie für sich entschieden. So ist das Prinzip. Man kriegt im Ergebnis dann Münzen, man kriegt im Ergebnis Erfahrungspunkte und Fans. Für eine bestimmte Anzahl von Fans erhält man dann Schussgenauigkeit 95, also hier sehen wir, wie die ersten 90 Minuten von beiden, beziehungsweise er hat seine 90 Minuten noch nicht gespielt, abgelaufen sind. Passgenauigkeit war bei mir etwas schlecht. Ja, man kriegt dann, wie wir es hier drüben vielleicht sehen, ist man Division unterteilt. Wir sind aktuell in der Pro-Division, die fängt, also die laufen immer wieder neu an. Sodass wir für die nächste Stufe 100.000 Fans brauchen. Wir haben 79.000, dafür gibt es dann bestimmte Boni. Aktuell aber selber habe ich schon wesentlich mehr. Wenn wir mal in die Liga gucken, ich höre hier auch die Liga an, da sehen wir mich hier mit insgesamt 851.000 Fans. Also ich habe schon ein paar Spiele hinter mir. So, dann gucken wir uns mal hier eine Herausforderung. Das heißt, mich hat jemand herausgefordert. Und beim ersten Mal herausfordern sieht man eben auch nur den Gegner. Was ist der für ein Level? Der ist ungefähr gleich mit 41. Hat eine Mannschaft von 80er Abwehr, 77 Mittelfeld, 78 Angriff und fordert mich heraus. Ich sehe erst, wenn ich es angenommen habe, ob er, wie viele Tore er geschossen hat. So, jetzt nehmen wir jetzt mal eine andere Taktik. Warum eine Lieblingstaktik ist gekontert? Probieren wir ihn. So. Da ist meine Aufstellung. Überzahl Flügel. Quaresma, hier sehen wir nochmal, dass er dann doch ein bisschen anders aussieht als hier dargestellt. So, er hat die Baller, er hat Modeste, er hat Sterling, Bradley, Quaresma, Klaassen, Alexandro. Das ist nicht schlecht von SBRO. So. Kleines Grundstückchen, es kommt keiner mit, das ist auch toll. Jovetic macht das 1 zu. Das heißt, hier geht es wie gesagt immer darum, so viel wie möglich Tore zu schießen. Hier haben wir eine Ecke, die wir jetzt kriegen. Nein, was sind das jetzt? Sorry, bin ein bisschen abgerutscht. Das wurde wieder abgeblockt, wieder Ecke. Zack. Bam. 2 zu 0 von Jovetic. Jovetic ist hier irgendwie so mein meist genutzter Stürmer.
Deste, abgewehrt. Ja, Schweinsteiger schießt hier die Ecken, er ist der stärkste Spieler auf dem Feld. Abgeblockt, das heißt also, es geht von vorne nach oben. Vielleicht sehen wir auch nochmal eine Szene, wo ich angegriffen werde, wo ich hier verteidigen muss. Wie gesagt, auch dieser Modi hat dann spezielle Pläne, die es gibt, bei bestimmten Zielen, die man erreicht, um neue Spieler zu holen. Das gucken. Hier ist so ein Angriffsmodus, den ich meine. Das heißt, wir müssen jetzt hier abwehren, wir müssen auch erfolgreich abwehren, ansonsten kann der Gegner ein Tor schießen, was dann zuzählt. Ja. So, nochmal über die Flügelflanke rein, Modeste Kopfballtor, 4 zu 0, also wie gesagt, in ein paar Minuten sehen wir, Ivanschitz, mal einen Fernschuss probieren, Ivanschitz, aber weiternehmen. So, nochmal rein zu Modeste, der angenommen, zack, also vom Tor ist es eigentlich recht easy, die Steuerung hat sich zwischendurch mal wieder verändert, Schweinsteiger am Koreshma, abgewehrt. Ich habe ja auch schon Leute erlebt, die wirklich alles festhalten. Da ist keine Chance reinzukommen. Jovetic holt sich den Ball erstaunlich. Ja. So, jetzt müssten wir sehen, 5 Tore haben wir geschossen, was der Gegner, das Fragezeichen verschwindet. Jetzt 5 zu 5. Ha. Das ist eigentlich ganz gut. Man ist eigentlich immer beraten, angenommen zu werden, es sei denn, man erzielt gleich 10 Tore. Ja. So, würde es hier weitergehen, wir gucken uns mal die Pläne noch an. Das sind hier Pläne, man hat hier diverse Kategorien. Beispielsweise Angriffsmodus ist das, was wir eben gemacht haben, wenn man hier Teile kriegt. Hier fehlt mir zum Beispiel für die Baller oder für eben auch Ferrati. ZTM 94 plus 3% Fans, noch ein paar solcher Token. Ja, also ist eben eine coole Sache, allerdings manche Sachen für mich persönlich, denke ich, einfach fast kaum erreichbar. Oh, was ist denn das jetzt schon wieder? So. Ja. Ja, also man kann hier diverse Sachen machen, es ist aber teilweise wirklich mit vielen Herausforderungen, aber auch jede Menge Pläne, um irgendwas abzuschließen hier. So, wir probieren auch mal einfach den Live-Event-Modus und zwar hier die Vorherrschaft. Die ist auch immer recht schwierig zu schaffen mit 4-Sterne-Anforderungen. Ist schon sehr schwer, wiederholbar. Es braucht 10 so eine Dinge. Wir müssen Neapel besiegen oder zumindest einen Unentschieden erzielen, um weiterzukommen. So, meistens gibt es eine Situation, 75. Minute genau, und Ball erstmal erobern, Ball nach vorne bringen, um dann ein Tor zu schießen, das wäre Minimum. Unentschieden wird hier wahrscheinlich nicht ausreichen, wir haben den Ball. Ah, und abseits heißt das Kotzen. Also anders als in bisschen Fehlanteilen gibt es jetzt hier keine Energie, die irgendwie abgezogen wird vor. So, jetzt Modeste. Jovetic. Oh, genau, in der richtigen Minute 1 zu 2. Das kann wirklich auch gravierend abhängen von der Taktik, die man auslebt. Das ist natürlich auch von den Spielern, die man dann drauf hat. Aber es könnte ausreichen, um hier zu gewinnen. Na, ja, das ist doch toll. So. Dann gibt es hier die Übersicht. Erfolg, 4 Sterne Schwierigkeit. Das ist schon sehr toll. 400 Münzen, ordentlich XP und keine Fans. Dafür aber ein Vorherrschafts-Set. Und wenn wir da zu den Plänen gehen. Vorherrschaft müsste bei Events sein. Genau, hier. So, kann man sich hier eben irgendwann, um hier zum Beispiel die 99er ZOM Rodriguez zu kriegen, das wäre auch toll. So weit bin ich leider noch nicht. So. Ja, soviel erstmal zu dem aktuellen FIFA. Ich sag danke fürs Zusehen.
und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Also, hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Viel Spaß. Und wenn irgendwas ist, fragt es in den Kommentaren. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Kinki.